In diesem Video schauen wir uns an, wie man ein Sonos-Produkt in den Werkszustand setzen kann. Diese Anleitung gilt jetzt ja für die meisten Sonos-Produkte, außer den Sonos Move, das sieht ein bisschen anders aus. Hier haben wir einen Sonos One und was ich jetzt machen will, ist den halt zurücksetzen. Wie mache ich das? Naja, ihr seht hier schon die Steckdose im Bild. Ein bisschen komisches Bildformat, aber wir ziehen als erstes mal den Stecker. Und bevor wir den jetzt wieder reinstecken, drücke ich hier diese Connect-Taste. Die ist auf der Rückseite angebracht, die ist wahrscheinlich jetzt schlecht zu sehen. Ich halte ihn mal in die Kamera. Genau, also diese, ja, mit dieser liegenden 8, mit dem Unendlichzeichen, diese Connect-Taste, die müssen wir jetzt drücken, bevor wir den Stecker wieder reinstecken und auch während wir den Stecker wieder reinstecken. Also ich stelle das Ding hier hin, drücke einmal drauf, halte gedrückt, stecke den Stecker wieder ein und jetzt fängt oben das Licht auf jeden Fall mal an zu blinken und ich halte das alles noch gedrückt. Genau, bis die inne, hat man gerade vielleicht kurz gesehen, die leuchtet jetzt rot, seht ihr hier. Und ja, laut Anleitung muss das jetzt grün leuchten, dann ist die ganze Prozedur abgeschlossen, das haben wir jetzt gesehen. Und jetzt ist das Teil im Werkszustand. Sehr schön, das war's. Also, der Sonos One ist jetzt zurückgesetzt, den lassen wir noch ein bisschen fröhlich blinken und die Einrichtung kann jetzt von vorne beginnen.